Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadows of the Damned und dem Beagle. So, weiter geht's. Hier ist gar nichts, das glaube ich nicht. Nichts. Ich konnte das gar nichts aufmachen. Weshalb musste ich nochmal mit dem machen? Mit dem Hauen? Nee. Doch, oder? Der Sushi-Fisch. Die Musik ist cool, Idee. Das ist Service, Leute. Das ist richtig Service. No! Paula ist mein! Gehst du denn hin? Mitteilungsbedürftig, okay. Gibt es hier irgendwas für mich? Oder bin ich jetzt einfach nur todesmutig, weil ich ins Dunkel gehe? Tschüss, Sushi-Fisch! Okay. Wir versuchen das Ganze nochmal. Das hat jetzt funktioniert, Gott sei Dank. Hi Willy, ciao Willy. Danke für die Scheiße. Oh, hi, Automat. Geht nicht. Okay. Zähne ist die Währung. Zähne, Leute, Zähne. Nein, das war doof. Was? Warte mal, was? Meine Ziege? Nein. Gassi, was machst du denn? Nein! Wechsel die Waffe durch! Mal, wie stur ist das Ding? Ich höre noch mehr. Nein, lad nicht laden. Aua. Wo? Ich hatte Millionen Lichtfässer und benutze einfach keinen. Nein. Genau dafür habe ich die Lichtfässer. Hm.
Haben wir es jetzt? Oh, wir haben es, glaube ich, jetzt. Blut auf der Tanzfläche. I thought something stank. Let's not make the system mad, Gene. Get out of my way, unless you want to feel the cut of my scythe. Nice one, G. Now we're in a fight to the death. Ow. With death. Oh, okay. Warte mal, wie mache ich den denn? Ich sehe sie ja noch nicht mal, also. Aber wo ist sie denn? Oh Gott, ich habe einen Lade. Hallo? Spiel? Oh, bitte spiel nicht. Das Spiel macht es mir, weiß Gott, nicht einfach, es zu spielen, ne? Ja, Moment mal, Leute. So, mein Gott, das ist ja schon ewig her, dass ein Spiel geschafft hat, meine gesamte PlayStation 3 zum Absturz zu bringen. Ich musste die komplett per Kahlschlag ausmachen, was ich ja eigentlich hasse, aber es ging nicht anders. Der Checkpoint war aber sehr fair gesetzt, genau bei dem Kampf mit der Ollen, von der ich keine Ahnung habe, was sie von mir möchte. Cool, ne? We're in a fight to the death! With death! Oh, so weit war ich ja gekommen und jetzt wollte ich wissen, was ich machen soll. Ich wette, mein Schädel sagt das eigentlich gerade und ich höre es einfach nicht. Auch wieder hinten. Warte mal hin. Ah. Nee. Nee, Leute, was? Was will die von mir? Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Warte mal, ich hab eine Idee. Alter! Das ist es auch nicht. Was will die von mir, die olle Ziege? Ich weiß einfach nicht, was die von mir will. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Ich check's nicht. Leute, ich check's wirklich nicht. Ich weiß einfach nicht, was die von mir will. Ja, ich hab dein Pattern schon verstanden. Ich weiß nur einfach nicht, was du von mir willst. Okay, wisst ihr was? Okay, meine Idee war richtig. Ich habe es nur einfach anscheinend nicht geschafft. Gut, dann weiß ich, was mein Plan ist. Fuck yeah. Aber ich benutze die hier dafür. Ja, komm, hau rein. Yep. Das ist genau das, was ich brauche. Wo ist sie? Komm. Oh, nicht bewegen! Alter, du scheiß Schnepfe! Alter, was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Oh, was ist das für ein räudiger Kampf?
mich doch, während ich mich heile. Bist du eigentlich scheiße oder bist du scheiße? Ich muss die mit dem Lichtschuss treffen. Alter, wie denn? Mädchen, wann hast du mal genug dann? Warum greift sie mich nicht wieder hinter dem... Nein! 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 Haben wir jetzt genug? Reicht das? Paula! Angel! Why can't I stop them from killing you? Ach nee, das kennt ihr ja schon. Oh Gott, war das anstrengend. Now here's a pretty prize. I smell an upgrade. Plug it in, G. Johnsons Boner kann jetzt in den Hot Boner verwandelt. Ist jetzt in den Hot Boner. Halte bei gedrückten Zielen Taste die Sekundärtaste fest, um zu laden, und lasse los, um eine klebrige Ladung abzufallen. Schieß die Ladung für eine Explosion ab. Du kannst eine explosive Kettenreaktion auslösen, um glühende riesige Objekte zu zünden, oder? Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Werden wir wohl noch früh genug rausfinden. Aber eine klebrige Ladung schicken wir jetzt ab. Ist das die, die Garcia immer ablädt, wenn er Paula sieht, ja? Sorry Leute, aber das Spiel lädt dazu ein, ja? Und wenn die Bosse mich schon in den Wahnsinn treiben, dann... Hey Willy, bye Willy. Du kleiner Scheißer. Das ist bei dir sogar sehr wortwörtlich gemeint. Sag mal, hab ich jetzt gerade hier... Aichi, heißt es Sackpack. Ist mir zu teuer. Wie viel hab ich? Ja, ja, aber... Ich mag meine Dings dafür nicht ausgeben, aber egal. Jetzt habe ich 18 Heilung. Ist ein bisschen frustrierend, wenn man dann bei Betagott einmal kurz reinguckt, wie er es gemacht hat, und er hat einfach über 20 Heilung. Hey, fill those cracks with your explosive hot boner. You heard me? Ja. Nee, warte mal, was? Ich stelle mir das wahnsinnig umständlich vor. Ich soll die bestimmt an allen Punkten machen. Jetzt. Ah.
Ah, okay, okay. Warte mal, muss ich vielleicht einfach so eine riesige Ladung Lichtbombe machen? Jo. Ach, geil. Oh. Upgrade verfügbar. Alter, spuckt mich an mit Blut. Also doch eine Wanzenjagd geschafft. Ich habe das Gefühl, dass die Bosse eher noch anstrengender als leichter werden. Oder es ist einfach wirklich vom Boss zu Boss abhängig. Ich werde einfach beliegt. Akt 3, 2, meine sterbende Konkubine. What? Ich gestehe, das Spiel ist ganz furchtbar anstrengend. Aber ich habe das Gefühl, dass es sich lohnt. Bis jetzt. Die Story ist einfach so wild. Die Sprüche sind so wild. Der Humor da drin ist so wild. Und ich rieche einfach, I smell in every corner of this game, Shinji Mikami. Wo bin ich denn jetzt hier unten gelandet? Really? Do I see trees? Oh, please tell me we're out of that gosh awful town. We are. I see what you did there. Aber was gibt es da für mich? Wird reichen. Aber ob das im Kampf so praktisch ist, ich befürchte, sie werden mich zwingen. Das sieht doch schön aus. Einen dazu. Ganz klar. Dann fehlt uns bei Gesundheit nämlich nur noch einer. Mich erschreckt halt, dass ich bald nichts mehr habe für Gesundheit. Die Frage ist, wo muss ich jetzt eher lang? Okay. Nein, 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 warte. Was ist das? Also wenn Dämonen wegrennen, ist das eigentlich immer eher ein schlechtes Zeichen, ne? I see. Motherfucking shit on a stick! Ach, I thought we were done with him! Nein! Ich hab echt die falsche Taste gedrückt. Ja, ja, ist okay. Ist okay. Ey, komm, wie viel hältst du aus, Kumpel? Eindeutig mehr als ich. Wetten, der wird mal ein ganz normaler Boss werden. What kind of creature has thighs like this? Haben wir gerade besiegt. Yo, Billy.
fucking mind games. Paula, keep treading water, baby! Das sieht so falsch aus, ne? Aber was? Achso, ich dachte gerade schon. Was willst du haben, Gehirn? Let's find that brain. Ja, ja, bin dabei, komm, bin dabei. Wo? Nee, das Johnson, ich muss erst mir ein bisschen Licht machen, sonst bringt mir das nichts. Geh doch. Durchrennen ist eine ziemlich geile Idee. Da ist nämlich die Ziege. Lass mich doch bitte einmal hier raus, danke. Eine Tequila nämlich. Geht die auf? Ja, die geht auf. Hey Willy, bye Willy. Who put these hell monkeys in cages? Okay. Rüber. Ich habe anscheinend alles an Munition voll. Na gut.
stellen mal keine Fragen. Dann laufen wir weiter. Warum kann ich das machen? Ich kann da auch reingehen. Das bringt mir dann was. Da hinten ist auch was. Bringt mir gar nichts. Okay. Ah, da liegt aber was drin. Need darkness if we are going to shoot at that switch. Well, maybe those hell monkeys in cages could give us a hand. Leg. Whatever. So einer mit. Hey Willy, bye Willy. Sounds like more of those giant demons. Here comes the kicker. Would you look at that? The darkness really did a number on that fruit. Magnifico. Boy, for a second there, I thought we were... Ew, gross! Are those demons crawling out of his... not cool. Hat mir gar nichts gebracht. Ja, ich sehe, worauf das hinausläuft. Holy moly. Da war gar nichts für mich drin. Ihr seid doch Arschlöcher. Na gut, das nehme ich hin. Es wird ja gleich interessant, das alles so zusammenzuschneiden. Einmal der Absturz. Eigentlich kein schlechter... Schau, Paula. Wo muss ich hin? Also bestimmt ist hier irgendwas im Wasser, aber... Oh, hi. Ah, da vorne. Aber wenn... Was ist denn hier vorne? Kann ich da nicht auch noch gucken gehen? Ja, seht mal. Ein riesen Diamant. Was? Da komme ich so nicht durch? Okay. Habe ich mich jetzt hier eingeschlossen? Nee. Zurück. Nee, warte mal. Das ist der Eingang, oder? Naja, was auch immer da mit Paula ist, sehen wir nächste Mal. Habt einen schönen Tag und haut rein.